Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Heute mit dem Grundig 2 in 1 Akku und Handstaubsauger. Alles beginnt zu Hause. Bis zu 60 Minuten kabellose Betriebszeit ist möglich. Dadurch haben wir auch eine flexible Maximalität. Und der VCH9631 ist flexibel einsetzbar. Warum? Weil er ein 2-in-1 Device ist. Wir haben Hochleistungselektrobürste am Start, effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und eine platzsparende Aufbewahrung. Und das ist immer ein gutes Argument, nicht wahr? Denn die platzsparende Aufbewahrung kommt daher, dass es einen abklappbaren Griff gibt zur platzsparenden Aufbewahrung und eine Ladestation mit Zubehöraufsatz. Dann haben wir eine vierstufige Akkuanzeige. Die ist gut sichtbar und zeigt uns immer an, wie es gerade so im Akkugeschäft so abgeht. Das ist Sauberkeit mit Hand und Füß. Akku- und Handstaubsauger bei Grundig. Grundig, was ist denn das? Grundig selber ist ein ganz klassisches Unternehmen, sage ich euch, was aber jetzt nicht mehr so klassisch ist, weil es wurde ja aufgekauft vor ein paar Jahrzehnten und deshalb ist es jetzt heutzutage in der Holdinggruppe etc. in der großen Company mit integriert. Das, also das Grundprodukt Grundig, was sozusagen von früher noch ist, gibt es heute nicht mehr. Es ist also auch ein Tech-Unternehmen, was mit vielen anderen Firmen dort fusioniert ist oder war halt pleite und der Name wird weitergeführt unter einem anderen Schäffle. Aber egal, trotzdem ist das Ding wirklich nice am Start. Der praktische 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger mit Zyklontechnologie-Filtersystem geht der Sauberkeit auf den Grund. Ob als Boden- oder Handstaubsauger sorgt die Hochleistungselektrobürste zuverlässig für das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen und oder Tierhärchen. Ein abklappbarer Griff ermöglicht ein platzsparendes Aufwärmen. So verschwindet das Gerät genauso schnell wie die Verschmutzung. Ja, wir haben Elektrobürsten. Das bedeutet jetzt nicht, dass die mit Elektroschall arbeiten oder so. Nee, das ist, die sind einfach nur elektrisch angetrieben. Wir haben einen klappbaren Griff und Zyklontechnologie. Das bedeutet, der Zyklon ist so ein Wirbelsturm in unserem Staubsauger. Dadurch gibt es nämlich eine massive Leistungssteigerung. 18 Volt Akku, das heißt flexibel einsetzbar durch kabellos und eine kabellose Handhabung. Effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und EPA E10 Filter. E10 hat in dem Fall natürlich jetzt nichts mit unserem fossilen Brennstoffen, sprich dem Super Plus oder den Super beim Benzin zu tun. Nee, das hat was mit der Klasse des EPA und EPA-Filters zu tun. Das ist kein HEPA, sondern ein EPA. Hochleistungselektrobürste, zwei Saugkräfte sind zum Auswählen und Geschwindigkeitsstufen daher einstellbar. Dann 18 Volt Lithium-Ionen-Akku, das heißt, das ist gerade so ganz okay in den Akkusegment. Bis zu 60 Minuten Betriebszeit, das ist lang. Ich hatte auch schon oft Akkustaubsauger, die wirklich nur so 20 Minuten durchgehalten haben. Wenn hier in der untersten Kategorie, in der langsamen Setup, 60 Minuten angegeben werden und es sind dann nur 45 oder 50, sind wir auch schon zufrieden, weil das reicht, um das Ding da zu füllen. Wir haben eine gute, sichtbare, vierstufige Akkuanzeige, um immer zu sehen, wie viel Saft noch dabei ist und 5 Stunden Ladezeit, bis der Akku wieder voll ist. Er saugt bis zu 500 Milliliter, also ein halbes Liter Trockenschmutz. Nicht nass saugen, Trockenschmutz, das heißt also, ist ein normaler Staubsauger, der hier am Start ist. Ohne Shishi wie Saugen plus Ionenbeträufelung oder Saugen plus Wischen. Nein, hier ist wirklich nur Saugen angesagt und ich finde, das reicht auch voll und ganz. Wir haben umfangreiches Zubehör im Lieferumfang. Die Farbe ist blau-metallig-silber gesetzt und das hier ist die effektive Geheimwaffe gegen jede Verschmutzung.
Der Grundig 2-in-1 Akku Handstaubsauger ist am Start und der ist nämlich auch gar nicht so schwer. Wir haben ihn nämlich jetzt gewählt, weil er ein leichtes Modell ist, weil unser letzter Staubsauger ist kaputt gegangen. Der hat aber auch recht lange gehalten. Und der ist kaputt gegangen, weil ich ihn kaputt repariert habe. Nur mal so nebenbei. Der ist leider defekt, deshalb musste ein neuer her. Und wir haben uns für diesen entschieden, weil er leicht ist. Er ist kein schwerer Klopper. Er ist aber selbst stehend. Das heißt, wir haben die Technik im unteren Bereich bei der Bürste-Area. Also die Bürste ist unten, dann kommt der Schlauch, dann kommt schon das Reservoir und oben kommt der Stiel. Die meisten anderen Staubsauger, Akkustaubsauger heute auf dem Markt, sind irgendwie andersrum aufgebaut. Die haben oben die Technik und unten was abgeht. Und der Nachteil dort ist, dass er nicht stehen bleibt, wenn wir ihn einfach irgendwo hinstellen wollen. Das heißt, wir müssen ihn immer irgendwo gegenlehnen, dann fährt er aber weg, weil die Rollen ja so leichtgängig sind, was man ja eigentlich auch möchte. Aber hier ist es sinnvoll gemacht. Wir haben unten die Technik. Die Technik ist unten und dadurch bleibt er stehen wie eine 1. Ja, und das auch noch ohne Einrastfunktion oder so. So, ihr seht, das Paketle hier ist so ein bisschen auf Naturschutz gemacht oder nicht. Ne? Wir sehen dieses Braun am Start, dann sehen wir das Produkt selber abgebildet, ne? Und ihr seht auch, dass er geklappt ist. Also wenn er ausgeklappt ist, ist er größer. Ne? Nur mal so. Ne? Also der ist schon größer. Ne? Der könnte schon vernünftig mit Staub saugen. Und wir haben 60 Minuten Möglichkeit, hiermit zu saugen. Und in 60 Minuten saugt ihr bestimmt euren Haus oder wenigstens eure Etage, wenn ihr eine Villa habt, durch. Wenn ihr jetzt im Buckingham Palace lebt oder so, dann kommt ihr vielleicht doch nicht mit 60 Minuten hin. Aber dann holt ihr euch einfach für jede Sektion mehrere von den Dingern. Oder unterschiedlich, habt ihr mal ein bisschen anders Spaß. Ne? Also das auch für den Buckingham Palace zum Beispiel zu benutzen, wenn ihr wollt.